Die Auswanderung Hijra ist die Übersiedlung von einem Land der Götzendiener zu einem islamischen Land. Die Auswanderung ist für diese Gemeinschaft eine Pflicht von einem Land der Götzendienerei zu einem islamischen Land. Und die Auswanderung wird es bis zum jüngsten Tag geben. Der Beleg ist das Wort des Erhabenen. Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun, sagen sie: Worin habt ihr euch befunden? Sie, die Engel, sagen: War Allahs Erde nicht weit genug, dass ihr darauf hättet auswandern können? Jene aber, ihr Zufluchtsort, wird die Hölle sein, und wie böse ist der Ausgang. Ausgenommen davon sind die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern, die keine Möglichkeit haben, auszuwandern und auf dem Weg nicht recht geleitet sind. Sura An-Nisa, Vers Nummer 97 bis 99. Und das Wort des Erhabenen, o meine Diener, die ihr glaubt, meine Erde ist weit, darum verehrt nur mich. In Sura Al-Ankabut, Vers Nummer 56. Der Gelehrte Al-Baghawi, rahimahullah, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagte: Der Grund für die Herabsendung dieses Verses in die Muslime, die in Mekka waren und noch nicht ausgewandert sind, nach Medina, und Allah rief sie hier als Gläubige. Der Beweis für die Auswanderung aus der Sunna ist das Wort des Propheten alaihissalatu wassalam. Die Auswanderung wird nicht unterbrochen, bis die Reue unterbrochen wird. Und die Reue wird nicht unterbrochen, bis die Sonne aus dem Westen aufsteigt. Hadith wird überliefert bei Abu Dawud und Sheikhul Albani rahimahullah stufte ihn als authentisch ein. Und so gibt es drei Arten der Auswanderung. Erstens die Auswanderung von einem nicht-islamischen Land in ein islamisches Land. Und diese ist eine Pflicht. Dann gibt es die Auswanderung von Mekka nach Medina und sie endete mit der Eroberung Mekkas. Und es gibt die Auswanderung von allem, was Allah subhanahu wa ta'ala zur Pflicht machte, es zu unterlassen, in Bezug auf bestimmte Taten, Leute, Zeiten und Orte. Auf bestimmte Taten bedeutet, dass man alles meidet, was Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat. Und das Größte davon ist die Götzendienerei, der Schirk. Die Leute, damit sind die Ungläubigen und die Heuchler und so weiter gemeint. Dann die Zeiten, dass man Zeiten meidet, an denen die Ungläubigen feiern. Und Orte bedeutet, dass man Orte meidet, an denen die Ungläubigen feiern. Die Reue kann nicht mehr angenommen werden und nützt nichts mehr durch das Auftreten von zwei Sachen. Erstens beim Sonnenaufgang vom Westen und zweitens beim Sterben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, bis dass, wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt: Jetzt bereue ich. Und auch nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben. In Sura An-Nisa, Vers Nummer 18. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gibt keine Auswanderung nach der Eroberung. Damit ist die Auswanderung von Mekka nach Medina gemeint. Darin ist ebenfalls ein Hinweis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es unmöglich ist, dass Mekka wieder zu einem Ort des Unglaubens wird. Und als er, der Prophet alaihissalatu wassalam, sich dann in Medina niederließ, wurden ihm die übrigen Rituale des Islams anbefohlen, wie zum Beispiel die Armenabgabe, das Fasten, die Pilgerfahrt, der Dschihad, der Gebetsruf, die Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters sowie weitere Bestandteile der Religion. Es dauerte 10 Jahre, danach starb er. Möge der Frieden und Segen auf ihm sein. Und seine Religion existiert noch und es gibt nichts Gutes, außer was er seine Gemeinschaft darauf hinwies und nichts Schlechtes, außer was er seine Gemeinschaft davor warnte.
Das Gute, was er darauf hindeutete, ist der Tauhid, der Monotheismus und alles, was Allah liebt und ihn zufriedenstellt. Und das Schlechte, vor dem er warnte, ist der Schirk, der Götzendienst und alles, was Allah verabscheut und ablehnt. Der gelehrte Scheich Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagte: Die Almenabgabe wurde zuerst in Mekka zur Pflicht. Jedoch wurde nicht festgesetzt, ab welcher Höhe eines Besitzes eine Abgabe verpflichtend wird. Ebenso wurde nicht festgesetzt, wie viel jemand als Abgabe von seinem Besitz abgeben muss. Diese wurde erst später in Medina festgelegt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb im 11. Jahr nach der Auswanderung und wurde in dem Haus von Aisha radiallahu anha, möge Allah Wohlgefallen auf ihr haben, begraben. Es gibt nichts Gutes, die Aussage, es gibt nichts Gutes, außer dass er seine Gemeinschaft darauf hinwies, und nichts Schlechtes, außer dass er seine Gemeinschaft davor warnte. Ebenso ist es eine Pflicht, dass wir bezeugen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wahrlich seine Pflicht erfüllt, die Botschaft überbracht, der Gemeinschaft zum Guten geraten und den Dschihad wahrlich auf Allahs Wege geführt hat. Er hinterließ uns auf einer klaren Wahrheit, deren Nacht genauso wie deren Tag ist. Niemand weicht von diesem Weg ab, außer einem, der umkommt. Die größten Verbote. Zum einen ist es der große Schirk, der Götzendienst. Und dies kann niemanden aus dem Islam ausschließen. Dann gibt es den kleinen Schirk, den kleinen Götzendienst. Und dies schließt jemanden nicht aus dem Islam aus. Dann gibt es den großen, beziehungsweise die großen Sünden. Alles für dessen Begehen ist eine eigene Strafe vorgesehen. Und dann gibt es die kleinen Sünden, also alles Verbotene, für dessen Begehen eine, beziehungsweise keine eigene Strafe vorgesehen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala entsandte den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu der gesamten Menschheit. Und Allah machte den Gehorsam ihm gegenüber zur Pflicht für die Menschen und die Dschinn. Der Beweis dafür sind die Worte des Erhabenen, sprich: O ihr Menschen, ich bin ein Gesandter Allahs für euch alle. In Surah Al-A'raf, Vers Nummer 158. Allah subhanahu wa ta'ala vollendete durch ihn die Religion, und der Beweis dafür sind die Worte des Erhabenen: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet, und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. In Surah Al-Ma'idah, Vers Nummer 3. Und der Beweis für den Tod des Propheten sind die Worte des Erhabenen: Du wirst gewiss sterben und auch sie werden sterben. Hierauf werdet ihr am Tage der Auferstehung bei eurem Herrn miteinander streiten. In Surah Az-Zumar, Vers Nummer 30 bis 31. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde zu der gesamten Menschheit entsandt, und damit sind alle religiösen Gesetze aufgehoben, die es vor ihm gab. So waren die Juden und die Christen in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Frieden Allahs und Segen seien auf ihm, und sind immer noch in unserer heutigen Zeit, wenn sie die Botschaft des Islams erreicht und sie diese nicht annehmen, dann sind sie Ungläubige. Selbst wenn sie genau das praktizieren würden, was Musa und Isa gelehrt und praktiziert haben. Zu den Beweisen dafür zählt erstens das Wort des Erhabenen, sprich: O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen. In Surah Ali Imran, Vers Nummer 64. Zweitens, ebenfalls das Wort des Erhabenen kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und die nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und die nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde. In Surah At-Tauba, Vers Nummer 29. Drittens, das Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Es hört von mir,
kein Jude oder Christ, der nicht an mich glaubt, außer dass er zu den Höllenbewohnern gehört. Der Hadith wird überliefert bei Imam Muslim.